Gummo Pogo, euch Menschen und Kratzebubbles da draußen. Diesmal mit einem Vlog oder Vlog-Video. Ich weiß noch nicht mal, wird das heute sogar noch so genannt? Und das ist eine sehr gute Frage. Könnt ihr mir mal antworten. Ansonsten, ja, ich habe gestern mal an die Zahlen geachtet und sowas tue ich eigentlich ungern, weil dies echt wie mich jemanden bekloppt machen kann. Aber ich komme schon fast an die 50 Abonnenten und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mal dieses Video mit euch über gewisse Dinge zu plaudern oder mich vorzustellen, damit ihr wisst, was ist eigentlich das für ein Typ, der da solche Kritzeleien oder Zeichnungen hochladet. Ich meine, solche Art von Videos macht heutzutage jeder und Kunst ist so, also bildliche Kunst ist ja schon weit verbreitet und jeder will irgendwie was Größeres sein, um eben halt mit seinen eigenen Namen auch Geld verdienen zu können. Das ist ja nicht Verwerfliches, völlig normal eigentlich. Deswegen, ich will auch diese Art von Leben führen können und ja, wird schwierig, wenn ich sowas erreichen könnte, aber man darf ja wohl noch träumen. Ja, und ihr erkennt, dass ich die deutsche Sprache nicht so stark beherrsche. Das ist eins dieser Gründe, warum ich ungern solche Videos aufnehme, aber ich gebe all mein Bestes, um euch connecten zu können, also mit euch connecten zu können. Da haben wir es. ja, ich weiß nicht, ob ich Legastheniker bin oder weil ich als Kind nicht so gut in der Schule war und in vielen Sonderschulen vertreten war. Naja, ich gebe all mein Bestes, verzeiht mir. Ansonsten kann man ja hier noch irgendwie schneiden und ein bisschen dribbeln. Mich hat zwar noch keiner gefragt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele denken so, sag mal, warum hat er immer die gleichen Klamotten an? Aber keine Sorge, von diesem Pullover, was mal voriges Jahr in New Yorker zum Verkauf war, habe ich davon mir 3 Stück gekauft. Und ja, ich habe ab und zu mal 2, 3 verschiedene Hosen an, ansonsten Schlabberlook. Oh, ich will keine Werbung machen. Ich arbeite in einer Lagerfirma, da möchte ich keine, Schleichwerbung machen. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, Klamotten. Ja, ich will so den Steve Jobs machen. Der hatte auch immer die gleichen Klamotten an und musste nicht stark überlegen, so was ziehe ich jetzt da für den Tag oder den Tag an. Also na klar, nur für den Videos mache ich das so. Im Privatleben habe ich natürlich auch noch andere Klamotten, keine Sorge. Ich schweife ab. Sorry. Ja, um den Algorithmus zu dribbeln oder mal zu beweisen, dass ihr dieses Video angeschaut habt, könnt ihr Steve Jobs reinschreiben. Dann weiß ich dann, ah okay, meine Abonnenten, die 50, die ich wirklich mal haben sollte, haben sich das mal angeschaut. Es sei denn, Vlog ist nicht mehr so der Renner. Die meisten wissen ja auch, ich bin hier ein Ober-Nerd-Filmesammler und Manga-Leser. Aber mittlerweile komme ich nie dazu, weil ich ja halt auch hier meine Zeichnungen mache, hier auf meinem Zeichnerplatz. Das ist eben halt mein großes Ziel. Und ja, es sieht hier sehr chaotisch aus. Very sorry. Aber naja, wie sagt man so schön? Künstler sind sehr chaotisch. Und ja, damit hat meine Freundin zu kämpfen. Und ihr jetzt auch, ich habe das euch gezeigt, also müsst ihr mit drunter leiden. Oh, und damit beende ich mal dieses Abonnenten-Special. Es gibt ja nicht viel darüber zu bereden, es sei denn, ihr habt wirklich starke Interessen und wollt mir Fragen stellen, dann könnt ihr das gerne machen. Also in den Kommentaren könnt ihr da mal fragen und ja, vergisst nicht, die Glocke zu aktivieren und auch zu abonnieren oder zu liken. Ich bin nicht gut darin, aber ich muss es lernen, damit es halt auch läuft. Ansonsten bedanke ich mich herzlich, dass ihr stark Interesse an meine Videos habt. Und ja, sowas ist halt was anderes, aber ich würde mich halt sehr freuen.
Ciao, ciao und gehabt euch wohl, eurer Kritzelbub.